Oh Gott, das war sehr, sehr schlimm. Alles klar. Was ist hier drin? Oh, fuck my life! Ah. Hey Horrorfreaks und herzlich willkommen zum Spiel Unknown Game. Wir können auf jeden Fall das hier machen. Ich weiß nicht, sollen wir auf Rot gehen oder auf Blau? Blau, Rot, Blau. Wir nehmen Blau. Wir nehmen Blau. Ich weiß nicht, was wäre passiert, wenn wir jetzt Rot genommen hätten? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh. Oh, what? Können wir... Must have fallen asleep. Okay. I should go to bed. Okay, wir sind anscheinend eingepennt. Dann gehen wir jetzt Haie machen? Müssen wir? Kann ich damit... Oh, es ist dunkel hier. Ei, ei, ei. Okay, wo ist denn unser... Kann ich das Licht bitte anmachen? Oh. Danke, thanks. Gott. Danke. Dank, wir können... Oh Gott, wir können das Licht bedienen. Das ist super toll. Ach, geil. Ich will überall Lichter machen. Okay. Das ist der einzige Lichtschalter, den ich bis jetzt gefunden habe. Ja. Okay. Dann ist mir das jetzt auch egal. Und ich gehe jetzt einfach nach oben. Alles klar. Wir gehen jetzt einfach nach oben. Wer ist ja hier ein Lichtschalter? Hier ist einfach kein fucking Lichtschalter. Wieso haben wir denn hier... Hier gibt es noch irgendwie eine Treppe. Okay, ich finde die Grafik auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Denn das ist, glaube ich, unser Schlafzimmer, oder? Haben wir hier... Oh Gott, wir haben eine Lampe. Oh. Oh Gott. Das ist so diese Comic-Grafik. Wie bei Bendy and the Ink Machine. Da gab es genau so eine Grafik. Und ich feiere diese Grafik so hart. Ich liebe sowas. Hier ist ein Teddybär. Ist das überhaupt unser Zimmer? Das ist... Glaub, ein Kinderzimmer, oder? Das ist, glaube ich, nicht unser Zimmer. Ja gut, dann gehen wir wieder raus. Ups, sorry. Hab mich im Zimmer vertan. Das ist bestimmt das Zimmer hier oder das. Eins von beiden. Egal, ich mach Licht an. Oh. Das ist unser Zimmer, oder? Ist auch nicht unser Zimmer. Are you kidding me? Okay, dann da. Rechts, hier. Hier ist unser Zimmer. Ja, sicher. Das muss unser Zimmer sein. Das ist unser Zimmer. Schauen wir uns erstmal hier um, wie unser schönes Zimmer aussieht. Bücher, ganz wichtig. Hier haben wir einen Schreibtisch mit einem PC. Oder eher gesagt, ja, Maus, Tastatur und Monitor, aber nirgendwo ein PC-Sicht. Gut, gibt es auch. Ist hier ein Badezimmer? Natürlich ist hier ein Badezimmer. Sehr, sehr cool. Und das ist immer so mein Traum gewesen. Das ist ein eigenes Zimmer. Mit noch einem Badezimmer. Oh, Träumchen, ey. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Schlüssel. Den können wir aber nicht nehmen. Gut, dann gehen wir erst schlafen. Ich bin eh müde. What was that sound? Is there someone at the door? Ich hoffe nicht. Hallo? Nein. Ist niemand da? Du kannst jetzt schlafen. Du kannst schlafen gehen. Du willst nicht schlafen gehen. Okay, danke, super. Da ist aber ein Schlüssel. Wieso können wir den nicht nehmen? Ich kann den Schlüssel nicht nehmen. Okay. Also ich denke mal, ich muss erstmal nachschauen, ob hier... Ach, unten die Tür vielleicht. Gar nicht die Tür hier. Echt unten an der Tür. Gut, das wird Sinn ergeben. Das stimmt. They can't be back home yet. They would have called first. Okay. Er meinte unsere Eltern... Sind die vielleicht weg oder so? Ich habe keine Ahnung. Tür geht nicht auf. Das heißt theoretisch, ich müsste den Schlüssel von oben nehmen, aber das funktioniert nicht. Den kann ich nicht. Junge, kann ich...
Nein. Wieso gibt's hier nirgendwo einen Lichtschalter? Ich will doch. Okay, das ist wohl der Garten. Ich will doch einfach nur ein Licht anmachen. Guck mal, hier gibt's sogar eine Lampe. Bruder, bitte. Ich möchte nur das Licht anmachen. Angst alleine. Oh. Kann ich? Ich kann die Lampe nicht nehmen. Eine Kuh vielleicht? Nee, keine Ahnung. Alles klar. Was ist hier drin? Oh, fuck my life! Oh. Ach so, klar. Jetzt funktioniert das Licht auf einmal, oder was? Ah, natürlich. Was? What is going on? Ja, Bro, das habe ich mich auch gefragt. I need to find my flashlight. Gefunden. Oh mein Gott, hier hat eine Flasche gerade bei mir im Zimmer geknallt. Boah. Holy. Hallo, kann ich das ausschalten? Okay. Ist hier was? Ist hier jemand drin? Licht geht nicht an. Natürlich geht's nicht an. Okay, ich habe schon gelesen, dass das Spiel gute Jumpscares haben soll. Ich war auch gerade ziemlich überrascht, tatsächlich. Geht nicht auf. Was? Cool. Cassie, is that you? Aber es ist so niemand zu Hause außer mir, oder? Why is this door locked now? Cassie? I need to get the keys from the bedroom. Okay. So. Irgendwo, genau da war der Schlüssel. Oh, hell. Oh Gott. Klischee. Jetzt fängt das Gewitter an. Ah, klar. Natürlich. So, wer ist hier in meinem Badezimmer? Oh, ich gehe raus hier. Alter. Okay, das ist doch sehr gruselig. Cassie. Geht dir kein Licht? Cassie? Bist du hier? Oh! Oh! Oh Gott, das war sehr, sehr schlimm. Geh das Licht jetzt an? Ich habe mich richtig erschrocken. Okay. Shit. Jedes Mal frage ich mich das. Jedes Mal frage ich mich das. Warum kann ich nicht einfach mal ein Spiel spielen mit Einhörnern? Oder keine Ahnung was. Und nicht so ein Game mit so einem krassen Jumpscares? Warum ist draußen Polizei? Wait, what? Kann ich das nicht wieder anmachen? Nein, natürlich nicht. Das Radio. Ich mache das Radio jetzt an. Check electricity box in the garage. Ja, wo ist denn die Garage? Ist die da vorne? Bisschen. Ist sie hier? Wo ist jetzt? Oh Gott, ich hasse sowas. Hier wohl, oder? Everything looks fine. Strange. Was geht hier ab?
Oh, ich habe richtig Schiss gerade. Ich habe gerade richtig dolle Angst. Oh. Okay, draußen geht gefühlt die Welt unter. Das ist kein Test. Oh Gott, draußen geht die Welt unter. Oh, was muss ich jetzt machen? Was jetzt? Okay. Wait. Okay. No way. Oh Gott. Oh fuck. What? Ich glaube, wir sind tot. Ich glaube. Okay. Das war's. Gut. Wir haben es nicht überlebt. Ich denke mal, das war sowas wie ein Atomkrieg. Also, ach, kein Atomkrieg. Wie so eine. Also. Okay, sagen wir so, Weltuntergang. Wir haben blau ausgewählt. Was ist denn, wenn wir rot auswählen? Was ist dann? Nee, da passiert nichts. So verlassen wir einfach nur das Spiel. Okay, meine Lieben. Das war Unknown Game. Ein ziemlich, ziemlich cooles Spiel. Ich liebe diese Effekte hier. Okay, das zeigt eigentlich oder simuliert so ein bisschen den Weltuntergang. Denke ich mal. Aber es war ein sehr cooles Game mit einem sehr abrupten Ende. Aber hey, was erwartet ihr von einem kostenlosen Horrorgame? Ich fand's sehr, sehr geil. Und verdammt creepy as hell. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video schaut. Und bis demnächst. Tschüss.